Trend Backen. Auch immer mehr junge Menschen entdecken jetzt vor Weihnachten ihre Lust am Rühren, Mixen und Schnibbeln. Dabei geht es den meisten nicht um die klassischen Rezepte, sondern um neue, kreative Werke. Einer, der ständig neue Ideen für kreative Ansätze hat, ist Manfred Bacher, Weltmeister der Konditoren. Wo sonst Promis aus Sport und Politik seine Kreationen zu schätzen wissen, haben jetzt 12 Hobbybäcker aus ganz Deutschland in einem exklusiven Workshop in Hamburg wertvolle Tipps und Tricks von ihm erhalten. Ich hoffe natürlich auch, dass es riesig Spaß macht. Die haben was Neues und die haben hier eine neue Person und wo sie vielleicht sonst nicht so leicht irgendwo rankommen und denen macht es natürlich Spaß. Und ich bin mit vollem Eifer dabei. Mit von der Partie ein weiterer Meister seines Fachs, William Verporten. Sein gelber Klassiker eignet sich hervorragend für die neuen Backrezepte. Natürlich ist das Thema Backen im Oktober, November, Dezember mehr auf der Agenda als vielleicht im Hochsommer. Da geht es mehr um die Cocktails, um die Longdrinks. So haben wir uns natürlich jetzt hier in Hamburg dem Thema Backen verschrieben, weil Weihnachten, Nikolaus vor der Tür steht, ja. Neben dem begehrten Bratapfelkuchen lernten die Teilnehmer unter der Anleitung des Weltmeisters der Konditoren auch die Zubereitung der Pistazien-Sushi und des Verporten Espuma, einer Sahne-Eierlikör-Mousse mit Früchten, kennen. Außerdem standen auch noch die Mohnspätzle auf dem köstlichen Programm des Workshops. Doch was macht den gelben Klassiker für diese Rezepte so besonders? Ja, ich glaube, dass Verporten hier, der gelbe Klassiker, ein Produkt ist, das so vielseitig ist und man kann aus diesem Produkt so viele Köstlichkeiten herstellen, was man sich gar nicht bewusst ist. Doch neben den Rezepten gab es für die Teilnehmer auch noch wertvolle Tipps für das heimische Backvergnügen. Auch der Initiator und Unternehmer William Verporten, der selbst an dem Workshop aktiv beteiligt war, konnte hier noch den einen oder anderen Kniff mitnehmen. Was ich hochinteressant war, war der Rand, den er für den Biskuitkuchen uns exakt haargenau mit Lineal und Messer präsentiert hat. Da waren alle Teilnehmer extremst überrascht, wie einfach man das nachempfinden kann. Auch die anderen Teilnehmer hatten reichlich Spaß beim Schnippeln, Kneten, Rühren und Zubereiten der Desserts. Doch am besten war die Belohnung nach getaner Arbeit, denn am Ende ließen es sich alle zusammen reichlich schmecken. Danach waren sich alle einig, diese Rezepte sind auf jeden Fall zum Nachbacken geeignet. Also ausprobieren werde ich auf alle Fälle alle, weil mir die wirklich alle sehr gut gefallen haben. Und mein Mann liebt Mohn, also der wird das gleich bekommen. Wir haben morgen Abend Gäste, da werde ich gleich was ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Also schon Dienstag muss ich für 18 Leute Pudding machen, wo wir gerade gemerkt haben, die Vanillecreme oder ja, den Pudding kann man auch mit Verporten und Eier ein bisschen aufpeppen. Also meine Gäste werden mir dann sagen, ob sie es mögen haben. Und wer sich jetzt die kalte und dunkle Jahreszeit verschönern will oder seine Gäste zur kommenden Weihnachtszeit auch mit den spannenden neuen Dessertkreationen mit dem gelben Klassiker verwöhnen möchte, findet diese Rezepte und noch viel mehr auf iii.verporten.de.